Problem. Seit 6 Monaten bist du bei uns und wir haben noch nicht 1 Euro mit dir verdient. Wofür mache ich den ganzen Scheiß? Kannst du irgendwas? Gibt es irgendwas, womit man Geld mit dir verdienen kann? Irgendwas musst du können, irgendwas musst du gelernt haben. Ich könnte was kochen. Was kochen? Mittag. Jetzt. Tür zu. Oh, hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Kochsendung hier, die vielleicht auch fortgesetzt wird noch mit anderen Kochereien, wenn das hier sehr, sehr gut wird. Und da bin ich sehr, sehr guter Dinge. Wir kochen zunächst ein grandioses Gericht aus dem Haslohe Kochbuch Die besten Gasthausrezepte. Wo haben wir das jetzt? Das schneiden wir alles übrigens, ne? Das hier. Malfurions Matsche hat sich Boris ausgesucht. Danke, Boris! Was brauchen wir dafür? 2 große mehlige Kartoffeln. 2 bis 3 Knoblauchzehen. 2 Eier leicht geschlagen. 1/2 Teelöffel Salz. Eine Prise schwarzer Pfeffer. 120 Gramm geriebener Cheddar-Käse, wobei wir Dorfleute auch mal ein bisschen ausweichen können auf Gouda, gar kein Problem. Frischer Schnittlauch oder Petersilie. Ich hasse Petersilie. Und eine pikante Tunke zum Anrichten. Oh, kein Problem. Legen wir los. Was muss ich da? Das sieht ein bisschen scheiße aus. Können wir da vielleicht? Sehr gut, oder? Wir nehmen jetzt einfach Kartoffeln hier raus und wiegen die ab nach Gefühl. Alter Trick, ne? Von zu Hause. Man nimmt einfach irgendwas anderes, was ungefähr 450 Gramm wiegt. Kannst du sagen, wiegt genau gleich viel. Achtung. Mann, können wir hier mal irgendwie ein Lesezeichen reintun? Entschuldigung. Den Backofen auf 190 Grad vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Können wir das hier... Mal hier wegstellen, bitte. Oh. Ich habe nicht den Ofen gerade komplett rausgezogen. Ist alles gut? Ah ja, das haben wir sehr gut vorbereitet. Ist das noch nicht sauber gemacht? Aber wir haben hier eine Kindersicherung drin. Ja, Kindersicherung, ganz wichtig, wenn ihr in einem Büro arbeitet mit Boris. Ihr müsst ganz dringend das Ding hier rausnehmen. Habe ich mir gerade ausgedacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. Umluft. Boris! Wie viele verschiedene? Lord! Okay. Okay, ja, okay. Okay, drücken. Ja. Als erstes die Kartoffeln inklusive Pelle grob hacken und zusammen mit den Knoblauchzehen in einen Topf mit kochendem Wasser geben. Ich wasch kurz ab. Knoblauch. Muss man auch abwaschen. Verarscht. Muss man nicht abwaschen. Einfach aufmachen. Grob hacken und zusammen mit der Knoblauchzehe in einen Topf mit kochendem Wasser. Ihr wisst, was das heißt, ne? Ist dies noch gut? Gut, ich nehme eine neue. Ich nehme eine neue. Das sind schon einzelne Zehen. Das ist eine Zehe, oder? Ich hätte fast drei ganze Knoblauchknollen reingemacht. Topf mit kochendem Wasser. Topf mit... Da ist ein Hund. Nein! Oh Gott! Da müsst ihr aufpassen. Zu viel Salz ist des Bauerns Lust. Da ist dann immer ein bisschen mehr. Abgießen und in eine mittelgroße Schüssel geben, dann zerstampfen. Ist es hier warm? Nee. Muss ich hier auf eine Platte drücken oder was? Irgendwo das angeht. Entschuldigung. Wieso geht denn das nicht? Jetzt? Hallo? Ah, jetzt. Wieso ist denn jetzt wieder auf 0? Jetzt war doch gerade auf 1! 7, 8, 9. Oh.
nicht so gerne mögen, ist der weiße Teil am Ende. Den finde ich aber sehr, sehr gut. Puck. Während wir warten, können wir eigentlich noch die Soße fertig machen, denn wir sind ja auch sehr, sehr zeiteffizient. Ihr auch zu Hause, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Inhalt eines Einzelpäckchens in 250 Milliliter heißes Wasser oder anfallende Flüssigkeit. Das sind 250 Milliliter. Wunderbar. Fangen wir hier rein. Ist das heiß? Nicht mit Fingern rein. Oh, das Wasser kocht! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Mit dem Schneebesen ein wenig aufschneebesenden. Telefon! 120 Gramm geriebener Cheddar-Käse. Oder wahlweise alternativ einfach den alten Gouda, den wir vorbereitet haben. Okay, und dann kannst du ja so ein bisschen abfühlen, ne? Das ist jetzt hier auf jeden Fall mehr als 120 Gramm. Oh Gott! Oh shit! Okay. Können wir ein bisschen sexy Musik? Einmal probieren, sehr wichtig. Oh Gott. Käse ist vorbereitet. Lauch ist vorbereitet. Die Soße ist vorbereitet. Was willst du mir sagen? Ja, ist ja gut. Komm schon. Yes. Und wieder einmal. Yes. Die Herde ist an. Wieder an. Ah, was wir machen können ist, schon mal die Eier aufschlagen. Was steht hier? Zwei Eier leicht geschlagen. Es ist nicht so schlimm. Leute, wir verschwenden hier keine Lebensmittel. Es ist genug Eier hier drin gelandet. Wir machen nur noch mal ein bisschen mehr. Ich schätze mal einfach, dass das ein bisschen vermischt werden muss. Ich denke mal, so ist gut. So ist gut, ne? Sag mal was. Gut. Tim sagt gut. Danke, Tim. Es ist jetzt genug, Mann. Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag hier das Ei schlagen. Bist du eigentlich allergisch auf Ei? Nein, kein Lauch. Aua. Es ist sehr heiß. Nein. Von der Größe her, ich brauche einen Lappen. Geh jetzt bitte weg. Ich muss hier arbeiten. Und jetzt wird es sehr, sehr gefährlich. Weil ihr hantiert mit sehr, sehr heißem Wasser. Piper, gehst du bitte weg? Und Fischi, hör jetzt auf, beim Essen bestellen ist was zu machen. Hä? Ja. Was? Beim Essen bestellen. Wir essen jetzt. Aber. Ich brauch Besteck. Ich hab doch. Ja, du bist zu langsam. Ich hab doch gerade. Ja. Zwischendurch auch mal ein bisschen Mittagspause machen, kann ich auch nur jedem empfehlen. Wir sind auch nicht ganz sicher, wie das hier nachher schmecken wird. Lass uns einfach realistisch sein. Die Kartoffeln sind gerade fertig geworden und die müssen wir jetzt stampfen. Wir nehmen ein sogenanntes Verstampfungsgerät. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Es ist eine Pracht. Sitz. Ja. Und jetzt beiß ab. Nach dem Hund anfassen immer die Hände waschen. Es müsste eigentlich weicher sein, glaube ich. Yeah, baby! Oh, geil! So, tatsächlich stand das ja nicht mit drin, aber die Konsistenz ist jetzt eine viel bessere geworden. Eine, mit der wir tatsächlich Matsche herstellen können. Hör auf jetzt zu piepen, Mann! Und jetzt ist das Ding, da sollen 24 Stück bei rauskommen. Es soll mal Furions Matsche entstehen. Und die sieht nur original aus, wenn man das so macht. Ich weiß nicht, wie wir da 24 Stück rauskriegen sollen. Ich glaube, wir machen einfach eine andere Variante hier. Es ist einfach eine. Es ist die kompaktere Variante. Piper! Du kannst dich da hinten wieder hinsetzen. 30 Minuten.
diese Kindersicherung. Zack, ist das Ding drin. Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt mal für 30 Minuten die Füße hochlegen und gucken uns gleich mal an, wie das Ganze aussieht. Hallo! Das hat jetzt keine 3 Stunden gedauert, bis das Zeug fertig ist und ich habe von Anfang an die richtige Umluft eingestellt. Das ist schon mal die gute Sache. Und ich würde sagen, ich mache das Ding jetzt mal auf und schau mal, wie diese Malfurien und Matsche-Geschichte aussieht. So sieht das Ganze aus. Ich finde das sehr, sehr interessant. Die Konsistenz ist... Es ist ganz schön hart geworden. Es war sehr, sehr lange sehr weich. Wie gesagt, man sollte von Anfang an die richtige Umluft einstellen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp von mir auch an euch. Ich weiß jetzt nicht, ob der Lauch so gut ankommt. Vielleicht können wir den... Sollen wir den noch kleiner machen? Nee, ne? Und jetzt kommt die Sternekoch-Sache, die ganz wichtig ist. Ganz schnell einmal... Wow! 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 So. Und fertig ist Malfurions Matsche. Ist lecker. Nein, ohne Scheiß. Es schmeckt tatsächlich sehr interessant. Es schmeckt halt ganz anders, als ich mir das gedacht habe. Der Hund kotzt. Okay, das war's mit Malfurions Matsche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, was mich ein bisschen überrascht hat. Wenn es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dann schreibt es in die Kommentare und schreibt da auch rein, was ich vielleicht als nächstes kochen könnte. Denn wenn es euch gefallen hat, machen wir das hier öfter. Vielleicht alle 2 Wochen oder jede Woche einmal sogar. Wer weiß das schon? Es kann alles passieren in dieser Welt. Muss ich jetzt hier sauber machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr noch eins der Videos anklicken oder so und euch mal austoben hier auf dem Kanal und ich suche mal jemanden, der jetzt hier... Lena!